Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu dem DLC von Resident Evil 8. Ja, ich hasse dieses Spiel, ich merke das immer wieder. Aber es ist so eine Hassliebe irgendwie. Ich hasse es zu spielen, wenn ich nicht weiß, was passiert. Ich liebe es, das dann noch ein paar Mal durchzuspielen, wenn ich weiß, was passiert, beziehungsweise was wo kommt. Und ja, wir haben diesen Bereich hier, diesen neuen Bereich, kennengelernt in der letzten Folge am Ende. Und ich würde sagen, da schauen wir uns dann noch mal ein bisschen um. Links war eine Pflanze. Ja, aus dem Wartezimmer hoffe ich mal, dass sie nicht rauskommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch nicht so extrem viel Schuss. Naja, gut, 36. Noch geht's. Kommt drauf an, wie viele kommen. Wie viele Gegner. Okay, perfekt. Das heißt, hier habe ich mir jetzt die Abkürzung zur Bibliothek oben freigeschaltet. Das ist gut. Ach, ich dachte gerade, da war was, weil das am Blinken war. Hier kann man nur gucken. Da kann man auch nur gucken. Oder liegt da auch irgendwas? Nee. Da ist auch nichts drauf. So, Pistolenmunition, sehr geil. Allerdings leider nur 4 Schuss. Nicht besonders viel. Wenn man bedenkt, wie viel die auch fressen, ne? Ich sage, ich will nicht wissen, wie das Ganze in hart ist. Ach so, nee, das war nur die Abkürzung hier. Also ich nehme an, dass man hier auch verschiedene Stufen machen kann. So, hier wissen wir noch nicht, was dahinter ist. Können wir da noch irgendwas machen mit einer Blume oder so? Sieht nicht so aus. Das sieht mir stark nach einem Rätselzimmer aus. Okay. Eine flüssige Chemikalie. Danke, danke, danke. Okay. Haben wir hier irgendwas, wo wir... Die Räuber stehen in Reih und Glied, ein jeder auf seine Beute schielt. Okay. Das Gemälde zweier Wölfe. Es ist, was ist fest im Rahmen fixiert und kann nicht entfernt werden. War das jetzt nur die Tür hier oder war da draußen jemand? Gut, Wölfe, würde ich sagen, sind Schafe. Die Frage ist nur, ein jeder auf seine Beute schielt. Schielen bedeutet ja, dass man nicht geradeaus guckt, sondern so auf die Nase. Ja, eigentlich schon geradeaus, ne? Das heißt, die können theoretisch woanders hingucken. Das Problem ist nur, dass der Wolf mich anguckt sozusagen und der da unten guckt nach rechts. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Die Spinne wird wahrscheinlich den Schmetterling brauchen. Und wer kriegt dann den Frosch? Was ist denn? Kann man die rausnehmen? Die kann man rausnehmen. Das ist fixiert. Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier die Spinne reinsetzen. Spinne auf den Schmetterling, weil der sollte dann ja da reinfliegen, nehme ich mal an. So, die Schafe gehe ich mal stark davon aus, dass die zu dem Wölfen gehören. Und dann kommt hier der Frosch rein. Aber wir haben jetzt kein letztes Bild, ne? Wir haben jetzt nur noch hier die... Okay. Ach, mir fällt übrigens gerade was anderes auf. Zweiter... Oh, Moment. Zweiter Stock, Halle, Schlüssel. Schlüssel zum Einäugigen. Ah, da kommen wir ran, wenn wir gleich weitergehen. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass da gleich wieder Gegner kommen, gehe ich mal stark von aus. Aber gut, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall noch ein Bild. Dann hätten wir, das ist ein Dreieugiges, dann hätten wir das auch. Mal gucken, wir müssen jetzt hier rum, ne? Halt, stopp. Kunstzimmer, okay. Ich dachte gerade, da wäre noch was. Okay.
Da außen links ist dann die Tür. Die wir wie genau freikriegen? Moment, da oben ist, glaube ich, eine Blüte, oder? Muss ich erstmal gucken. Nicht, dass mich doch noch irgendwas angreift von der Seite. Oh, fuck. Lauf! Lauf doch einfach an dem vorbei, Mann! Moment, wo müssen wir hin? Links rum. Oh, lauf, Mann! Komme ich da nicht durch? Boah, ist das euer Ernst jetzt? Lass mich durch! Fick dich! Nein, halt! Falsches Menü! Ich kann nicht mehr! Alles nur, weil die nicht läuft. Was? Geh nicht zu schwach. Ja, ich merk's. Hinter Kamin. Oh, was war hier? Können wir das mal kurz... Ich bin vor diesen Kreaturen hier hineingeflohen. Aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er sollte doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Ey, dass die einen so den scheiß Weg versperren. Ich kann da nicht durch. Die können mich doch mal, die Macher von Resident Evil. Wo bin ich denn jetzt? Keiner weiß Bescheid, keine Ahnung. Warte mal, ich muss mal eben aufladen hier. Oh, ich habe hier so viel verballert. Das ist ein Schuh. Nimm das. Nimm das. Okay, ich weiß zwar immer noch nicht. Dann scheint noch mehr davon. Jetzt habe ich unten drei weiße Dinger. Okay. Da ist noch Schießpulver. Könnte ich bitte einen Speicherraum kriegen? Ich bin hier gerade voller Panik irgendwie. Oh, jetzt kriege ich auch noch so viel Pistolenmunition. Das ist nie ein gutes Zeichen. Oh Gott. Nein, wo kommt der jetzt her? Auf Gegner fokussieren. Wieso? Das war ich. Das war ich. Hallo. Kann ich ja noch zielen? Also schießen? Okay. Okay. Aber ich muss wieder runter, oder nicht? Oh Gott. Kann ich nicht einfach hier bleiben, mich vor denen verschanzen? Die kommen doch bestimmt nicht hier rein. Hier komme ich nicht durch. Was ist das euer fucking Ernst? Aber hier muss doch dann irgendwo der Dings sein. Also in einem Zimmer, in einem Gesellschaftszimmer ist es noch rot. Das heißt, eigentlich müsste ich da noch den Schlüssel finden. Oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich traue mich ja gar nicht mehr runterzugehen. Vor allem, wie ist der jetzt hier durchgekommen? Das auch.
Zweig weißer Salbei. Öffnen Sie das Inventar. Oh, um den weißen Salbei zu benutzen. Stellt etwas Kraft wieder her. Okay. Willst du mich jetzt verarschen, dass du mir das... Ach so. Ach, jetzt ist es blau. Okay. Die Frage ist, ist dieser Typ jetzt noch da? Weil mit dem Laufen, das klappt ja nicht so gut. Ich meine, es klappt schon besser mit der B-Taste, aber ja. Ich denke mal, dass wir den Schlüssel vielleicht da oben finden werden. Doch, das ist, glaube ich, sogar dieser Ort gewesen, ne? Doch, doch, das ist, glaube ich, der auf der Karte gewesen. Aber ist der Typ noch da draußen? Ja, das auch. Das habe ich schon verstanden. Habe ich doch schon. Hallo. Habe ich. Und nun? Sei vorsichtig. Ja, du kannst mich mal. Moment, also ich muss dann geradeaus und rechts. Aber wenn der Typ noch da ist... Fickt euch, ganz ehrlich. Gerade da hingehen, damit ich in Sicherheit bin. Wo kommt der? Oh. Wo kam dieses Arschloch jetzt her? Moment, ich weiß gerade nicht, was ich muss. Ich könnte theoretisch ein Kraut herstellen, aber ich könnte theoretisch... Ja, das ist jetzt blöd. 16 Schuss habe ich noch. Oh, fickt durch, der kam ja aus der Wand, so wie das aussah. Ich glaube, ich werde nie wieder so viel fluchen wie in diesem Resident Evil Spiel. Boah. Erstmal untersuchen. Man weiß ja, was passiert, wenn man Schlüssel nimmt, ne? Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in ein Mytamycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht wie bei Sklerotien eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegung, durch welche besagter Organismus praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Oh, das wäre geil. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Okay. Okay, wir nehmen erstmal alles andere hier im Raum, bevor ich jetzt da den Schlüssel nehme. Ja, Hochzeitskleid oder sowas ist auch nicht schlecht. Oh, jetzt startet draußen auch noch ein Auto mit voller Lautstärke. Leckt mich doch alle. Okay, wir haben den Schlüssel. Kann ich jetzt das Spiel beenden? Oh. Ich muss wieder runter, ne? Ich muss runter und dann muss ich unten die einäugige Tür öffnen. Wir hatten aber eben noch irgendwo... Ach, der Saloon war das, glaube ich. Genau. Da müssen wir auch noch den Schlüssel benutzen. Ich hoffe, dass man den jetzt nicht nur einmalig benutzen kann. Das wäre nämlich scheiße. Im Kunstzimmer fehlt uns immer noch das Gemälde. Ich hoffe, dass wir das vielleicht kriegen, wenn wir oben rechts weitergehen. Fragezeichen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwie über die Haupthalle runterkomme. In der Hoffnung, dass da jetzt... Wie gesagt, ich kann vielleicht drei noch erschießen. Und den großen Kerl schon mal gar nicht. Das ist aber nur an der Seite, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen. Nein,
Nein, ich wollte nur noch mal gucken. Geradeaus durch, dann ist der Gang. Oh, auf den Gang kommen bestimmt wieder neue. Spätestens da. Jetzt keiner durch die Tür kommen, bitte. Ich wollte nur mal gucken, ob hier irgendwo eine Knospe ist. Okay, auf den Gang müssen wir nach rechts und dann links die Haupthalle runter. Guck vorsichtshalber nochmal. Oh Gott. Ich bin ja eigentlich kein Hasenfuß und auch niemand, der sich jetzt übermäßig schnell erschreckt, aber ich weiß nicht. Hier ist das immer so ein bisschen... Warum bin ich jetzt hier eigentlich so langsam? Das ist doch die Haupthalle. Gut. Moment. Von hier aus müssen wir... Speisezimmer ist das mit der 3. Eigentlich müssten wir zum Saloon. Ich werde noch mal kurz speichern und dann gehen wir direkt mal dahin. So, Saloon wäre jetzt durch die Haupthalle raus und links durch. Da ist dann so ein Koffer. Ich würde so gerne jetzt hiermit aufhören. Also es tut mir leid, wenn ich dann immer so ruhig bin zwischendurch, aber ich muss immer hören, ob was ist. Entriegelt. Okay. Kompensator. Okay, was ist das? Spezialzubehör für erhöhte Feuerkraft. Oh, das wäre geil. Das wäre geil. Oh ja. Oh ja. Sehr geil. So, das heißt, hier dürfte jetzt auch blau sein, genau. Das heißt, wir müssen dann zurück durch den Innenhof. Da könnten dann nochmal neue Viecher auftauchen. Und dann die einäugige Tür machen und dann hoffen, dass dann kein großer Boss kommt, weil der gerade hat mir ehrlich gesagt schon gereicht. Und den musste ich noch nicht mal besiegen, was ich ja nicht wusste, davon abgesehen. So. So, was hatte ich jetzt gesagt? Geradeaus durch. Dann nochmal quasi geradeaus und dann der Innenhof. Okay. Puh. Okay. Ihr wisst aber auch gar nicht, wie laut die Viecher immer wieder sind. Was ist jetzt? Gib mir doch noch irgendwie... Mute dir nicht zu viel zu. Ich habe keine andere Wahl. Gibst du auf? Bestimmt nicht. Ich habe so weit geschafft. Ich gebe nicht auf. Sei bitte vorsichtig. So vorsichtig, wie ich kann. Also, ganz ehrlich, ich meine immer noch, dass das irgendwie die Erinnerungen oder irgendwas von Ethan, also von ihrem Vater sind. Weil so, wie er mit ihr redet oder kommuniziert, es ist ja kein richtiges Reden, das muss ein Familienangehöriger sein. Und da die Mutter ja noch lebt, also nehme ich an, weil ich habe den letzten Teil, wo die Kommentare sind, habe ich mir angeguckt und da hat sie auf jeden Fall gelebt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie durch irgendeine Entscheidung beeinflussen kann, aber... Ja, es wird ja hier auch nicht so richtig erwähnt. So, Innenhof und dann geradeaus rechts. Ich meine, vielleicht ist es auch die Mutter und ich erzähle hier totalen Blödsinn. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Warum hängt das Zeug hier so? Moment, ich muss... Nee, da konnte ich nicht hoch, das heißt, da muss ich da hoch. Genau.
Kommt jetzt hier noch irgendwas? Oh Gott. Ich will da nicht durch. Ich sag doch, ich will da nicht durch. Oh, fuck. Jetzt kommt wieder irgendeine Nachricht. Oh, du pfiffiges kleines Häschen. Hast es bis hierher geschafft. Die nächste Maske wirst du aber nicht so leicht in deine dreckigen Pfoten bekommen. Aber was ich nicht verstehe, dieser dicke Kerl da, das ist doch der vom Speicherraum vom 7. Warum ist der jetzt böse? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich will da nicht hoch, ich will da nicht hoch, ich will da nicht hoch. Ich würde am liebsten eben zurückgehen und speichern. Oh mein Gott. Wenn das dieser Große ist, den kann ich doch gar nicht kaputt machen. Was ist das für ein Geräusch? Oh Gott. Die kommen jetzt da aber nicht alle durch, oder? Ja, das sind die... Ja, seid doch mal ruhig hier. Gott, das sind die ganzen Klone. Dieses kranke Schwein. Ja. Das ist richtig. Ich habe hier gerade eine Fliege berührt. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Oh, ich wollte gerade gucken, wo die Tür ist. Da kommt das Viech da rein. Da ist immer noch eins. Oh. Drücken einfach mal erstmal alles rein. Okay, aber das erste scheint richtig gewesen zu sein, ne? Ist das irgendwie die Anzahl der Pfeile oder so vielleicht? Pfeilschwert? Hier gibt es sogar diese Throne hier für Könige, ne, die dann einfach laufen lassen konnten. Gibt es hier keinen Hinweis irgendwo? Ah, hier, Moment. In dunkle Tiefen ich taumle, danach die Pfeile schossen, zuvor am Galgen ich baumelte und ohne Rast und Ruhe darauf... Halt. Daraufhin durch Schwert mein Blut vergossen. Pfeile, davor der Galgen. Galgen, Pfeile... Schwert. Galgen, Pfeile, Schwert. Das heißt, das müsste dieses Taumeln am Anfang sein, oder? Ach nee, das ist das Ende, glaube ich. Ja, das ist das Ende. Okay, was habe ich gesagt? Seil, Pfeile, Schwert. Nee, aber Seil, Pfeile, Schwert habe ich doch gerade gedrückt. Moment. Zuvor am Galgen, also Seil. Ich baumelte, Pfeile, Schwert. Oder meinen die damit Pfeile, Galgen, Schwert? Was aber unlogisch wäre. Nee, das geht direkt zurück. Oder es muss wirklich über Zeit sein. Dann habe ich jetzt hier die Arschkarte, weil ich kann nicht so schnell... Oder vielleicht doch.
Nein, der erste ist schon wieder draußen. Hä? Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Wenn ich den jetzt reinschiebe, kommt der dann direkt wieder zurück? Nee, kommt nicht. Da leuchtet erstmal das Ding. Aber das hat nicht geklappt hiermit, weil da ist er wieder zurückgegangen. Dann machen wir jetzt das Schwert als nächstes. Das leuchtet auch. Okay, also 1, 3. Ne, das funktioniert nicht. Die Pfeile kommen dann als letztes. Es ist sehr unlogisch irgendwie. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was da drauf steht. Okay, also Galgen. Galgen, Schwert. Untergang. Galgen, Schwert, Untergang, Pfeile. Will ich da runter? wir haben schon lange nicht mehr gespeichert, ehrlich gesagt. Das ist ein Badehaus. Badehaus hört sich irgendwie nach Bossgegner oder so an. Könnte groß und breit sein vom Raum her. Oder hier oben ist das Badehaus. Unten glaube ich nicht mehr. Ja, ich würde persönlich wirklich sagen, dass ich hier jetzt erst nochmal zum Speicherpunkt gehe. Abspeichere, weil mir das sicherer ist. Und bevor wir uns dann in die untere Etage hier begeben, beziehungsweise wir haben hier oben noch gar nicht alles erkundet, fällt mir gerade ein, ne? Wir gehen mal ein paar Schritte runter. Okay, es sieht sehr breit aus. Sieht tatsächlich sehr breit aus. Also die rote Tür, die war verschlossen. Was ist denn mit dem Grauen da vorne? Da kam ich gar nicht rum, oder? Ich gehe erst nochmal hier draußen gucken. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür. Chemikalie, das ist sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir nämlich 2 Chemikalien. Dann können wir einmal nochmal auf jeden Fall Munition machen. Ah, die ist eh verschlossen. Okay. Wird die mir jetzt? Jetzt wird sie mir auch als rot angezeigt, ja. Gucken wir nochmal, was da vorne gewesen ist. Da jetzt irgendwas vor war vor der Tür. Nee, da konnten wir theoretisch rein. Das müsste. Nee, das ist die verschlossene. Die haben wir gar nicht gesehen, glaube ich. Ist auch verschlossen. Okay. Ja, dann können wir nur durch das Badehaus. Ja, dann würde ich wirklich sagen, ich werde jetzt hier erstmal speichern. Was jetzt los? Du sollst dich nicht umdrehen. Hallo, darf ich dich nicht mal mehr angucken oder was? Dann halt nicht. Also ich werde jetzt hier mal eben speichern und bevor wir ins Badehaus runtergehen, ja, beende ich erstmal die Folge für heute und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.